Candid hat außerdem ein weiteres Mediabook veröffentlicht, das ich gerne als Luxus-Mediabook bezeichne. Splendid ist ja ein Label, wo man teilweise wirklich sagen muss, die rocken Mediabook-Designs. Einerseits bei I. Frankenstein zum Beispiel wirklich großartige Arbeit abgeliefert. Andererseits auch das Sin City 2 Mediabook ist mit Ausnahme des vergessenen Innenartworks wirklich was Tolles. Aber für Terraformars, ja, haben sie sich wieder etwas komplett Neues einfallen lassen. Das Mediabook steckt diesmal nämlich in einem Schuber und sogar in einem sehr dicken Hardcover-Schuber. Dabei ist das Mediabook quasi komplett normal, aber es stecken noch einige Postkarten dabei in diesem Schuber, der wirklich stabil ist und der dadurch, finde ich, im Regal auch wirklich was hermacht. Schauen wir uns zuerst einmal diesen Papierumschlag an. So geil. Haben natürlich wieder einen Umschlag, wo wir auf die UV Digital Copy hingewiesen werden, wo wir ein paar Bilder aus dem Film sehen. Und ganz ehrlich, ich muss dieses Teil jetzt einmal so nah wie möglich an die Kamera holen, dass ihr euch diese Bilder anschauen könnt. Wie geil ist das? Wie wahnsinnig sieht das aus? Nicht nur, dass der Film absolut durchgeknallt aussieht, vielleicht sogar, ich kann es mit gar nichts vergleichen, ist er auch noch dazu von Takashi Miike, einem meiner persönlichen absoluten Lieblingsregisseure aus dem asiatischen Raum. Eine ganz, ganz tolle Sache. Ich freue mich wirklich auf den Film. Wobei er sich ja fast, muss man ja fast sagen, bitterböse, actionreiche Realfilm-Adaption von einem Science-Fiction-Manga könnte in Richtung Starship Troopers gehen, könnte aber vielleicht auch einfach in Richtung Trash gehen. Ich weiß es nicht. Ich finde auf jeden Fall schon einmal die Alien-Designs absolut fantastisch. Wie geil ist dieses Ding? Ich meine, Alter, finde ich großartig. Freue mich wirklich auf den Film. Ich glaube, das ist von denen, die ich mir jetzt in letzter Zeit geholt habe, sicher einer der ersten, die ich mir anschauen muss. Außerdem finde ich es cool, dass Splendid auf dem Frontcover den Schriftzug mit einem partiellen Glanzlack versehen hat. Dass außerdem auch der japanische Originaltitel dabei steht. Auch das, finde ich, hat einfach Stil und macht einfach irgendwie was her. Der partielle Glanzlack ist nicht nur auf dem Frontcover, sondern ehrlich gesagt auf allen Seiten, sogar genau auf dem Spine und auch oben und unten auf dem Schuber ist das so. Auf dem Backcover dann einige, ja, sagen wir mal Insekten dazu, auch hier diese Sechsecke sind es, wenn ich mir jetzt nicht verzählt habe, mit dem partiellen Glanzlack versehen, ist ein relativ einfaches, schlichtes Backcover, das mir persönlich nur bedingt zusagt, aber das trotzdem irgendwie Stil hat. Ich muss diese Seite aufschlagen, weil das ist einfach geil. Dann schauen wir uns das eigentliche Mediabook an. Da gleich einmal das Backcover mit dem offensichtlich zerbrochenen Planeten und einer Hand ebenfalls mit Hochglanzlack versehen, diese beiden Bildelemente auf dem... Ich finde das cool. Ich finde das echt cool. Normal mag ich, habe ich ja schon oft erwähnt, diese schlichten Artworks nicht. Finde sie oftmals sehr, sehr einfallslos, aber irgendwie... Und ich kann gar nicht sagen, warum. Irgendwie gefällt mir das. Irgendwie gefällt mir das, dass auf dem Schuber da noch der Alien zu sehen ist und auf dem eigentlichen Mediabook nicht. Das hat Stil. Das gefällt mir. Außerdem innen, okay, langsam überanstrengen sie meine Toleranz für einfache Designs. Auf jeden Fall auf einer Seite die DVD mit einem Insekt drunter, auf der anderen Seite dann die Blu-ray, überraschenderweise ebenfalls mit einem Insekt drunter, das dann auch zugleich Disc-Design ist. Außerdem in der Mitte dann ein Booklet, durch das wir schnell durchblättern werden. Da ist bei mir leider schon ein bisschen was eingerissen, aber das ist nicht tragisch. Super. Geil schaut das aus. Herrlich. Ja, leider, ich muss... 32 Seiten hat das Booklet. Ich muss da jetzt wirklich genau durchblättern, weil das hatte ich eben, bevor ich das Video aufgenommen habe, ebenfalls noch keine Zeit, mir das anzuschauen.
Die Vorlage kenne ich auf jeden Fall nicht, habe ich nicht gelesen. Ich habe wirklich keine Ahnung, worum es in dem Film geht. Wie sich... Das ist Wahnsinn. Das ist so ein Wahnsinn. Diese Aliens. Herrlich. Herrlich, wie der Film ausschaut. Ja, ich freue mich riesig auf den Film. Ich muss mir den sehr, sehr, sehr bald anschauen. Weitere Poster, genau, das ist hinten auf dem Mediabook drauf, das gefällt mir auch sehr gut. Super. Wahnsinn. Wahnsinn, herrlich. Außerdem, bevor wir es vergessen, sind in dem Schuber noch einige Postkarten dabei. Herholen. Mit immer derselben Rückseite, aber mit verschiedenen Artworks. Einerseits genau dem Artwork, wo ich vorher gesagt habe, dass mir das relativ gut gefällt. Super Sache. Dann mit den Charakteren. Genau, Hand und Mars, wie auf der Rückseite vom Mediabook. Auch fein. Genau, ein paar Artworks sieht man natürlich, werden offensichtlich bei den Postkarten dann recycelt oder beim Mediabook recycelt, wie auch immer, weil eben dieses Artwork auch hier schon verwendet wurde. Aber das ist jetzt ehrlich gesagt was, das mich nur bedingt stört. Das ist ja auch cool. Offensichtlich aus der Manga-Vorlage. Der Film schaut einfach so durchgeknallt aus, ich weiß es nicht. Die Aliens. Ich weiß nicht, wie oft ich es schon gesagt habe in dem Video, aber dieses Alien-Design ist einfach cool. Das ist herrlich. Zwei Charaktere. Das finde ich natürlich jetzt dann auch relativ spannend, dass sie dann mehr oder weniger einfach zwei von den Charaktervorstellungen aus dem Booklet einfach noch als Karte gedruckt haben. Offensichtlich sind das die zwei Hauptdarsteller, ich weiß es nicht, aber irgendwie wirkt das Ganze unkreativ im Sinne von, du, wir haben ja 12 Postkarten angekündigt, gell? Ich habe aber nur 10 Motive. Wurscht, nimm einfach zwei Seiten aus dem Booklet, egal. Okay. Aber geil. Eine wirklich coole VÖ, ein wirklich dickes Lob wieder mal an Splendid. Die sich bei ihren Mediabooks immer wieder was überlegen, immer wieder was Neues überlegen. Mir gefällt das Ganze richtig gut.